Wetter ist immer noch nicht besser hier im Wald auf Artskellig. Immerhin wissen wir jetzt, was mit Ciri passiert ist. Zumindest grob. Wir müssen als nächstes hier nach Hindjasfjall irgendwie. Aber eigentlich wollten wir hier mit diesem Händler reden und die Fragezeichen hier klären auf dem Weg zum Walfriedhof, um eine Nebenquest zu machen. Und ich würde sagen, genau das machen wir jetzt auch. Deswegen gehe ich jetzt erstmal hier hin zu dem Händler. One main quest at a time. Was ist hier? Ist da noch ein Nebling? Wow, was ist denn das? Tangalore. Sieht wie ein besonders cooler Nebling aus. Vielleicht ist der Teil von einer Monster Quest. Oh, dieses Wetter. Achso, ich könnte ja mal die Nebenquest aktivieren, die ich eigentlich machen wollte. Nämlich die hier. Kann ich denn mit dem Mäussack, kann ich jetzt nicht reden, ne? Weil der hat auch noch, der hat ja noch diese Gwindkiste offen. Ach, tatsächlich. Wo ist denn dann... Ah, doch. You were made a Hierophant. Congratulations. I thank you. The Skelliger Circle chose me years ago. About the time when the old disputes between the clans were reigniting. Job's been mainly politics then. Aye, but I've not minded. Since time immemorial, the druids have wandered betwixt the clans, keeping endless feuds in check. We care for equilibrium, the balance of all things, not just trout populations and streams. We're lucky the Jarls always valued us as advisors. Ich würde sagen, wir gehen mal ein paar Schritte raus hier aus dem Wald. Das ist ein bisschen albern so. Was hat der denn hier für einen Händler markiert oder ist das der Mäussack? Aha, hä? Das blicke ich gar nicht mehr durch. Vielleicht ein Bug. Also nochmal. The war. Curious to know your opinion. Well, I believe Emir's chosen a poor time to wage it. Hard to find any better as I see it, with the North now in disarray. The North is weak, true. But I've the impression the Emperor is dealing with some domestic strife. Far too much to start a war. Radovid is a madman, but a cunning one. He's certain to take advantage. Ja, dann ist doch. Happen to play Gwent, would you? Certainly. I got my first deck, years ago, back in Sintra. Proceeded to teach the game to half of Skellige. Why do you ask? Looking to play. Gerade bei diesem Wetter und in der Situation, wo alles so dringend ist. Yeah, glad to play around. Gibt's nichts Schöneres als eine Runde Gwent. So. Irgendjemand meinte, ich solle mich mal auf eine Strategie festlegen. Entweder die starken Karten raus oder irgendwas anderes rein. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich habe die letzten Partien so gewonnen. Ich mache jetzt einfach mal so weiter. Was spielt er denn? Monster? Keine Spione, das gefällt mir schon mal nicht. Belagerungswaffen ein paar. Der könnte ganz cool sein gegen Monster. Aber so die Nahkämpfer, ich weiß ja nicht. Das bringt mir irgendwie nicht so viel. Den noch.
auch kein Einfrieren, was mir gar nicht so gut gefällt. Dann gewinne ich vielleicht gleich mal die erste Runde mit Belagerung. Wenn alles gut geht. Holt er sich natürlich die Karten aus dem Stapel. Ein paar Necker. Eine Krabbspinne, da kommen auch noch gleich ein paar dazu. Die verliere ich die Runde, das weiß ich, also das Match. Weil das jetzt schon mal totaler Blödsinn war, wenn der so krass auf Nahkampf gehen kann und ich kann ihm gerade nicht wirklich schaden. Und ich kann mich auch nicht wirklich stärken. Weil das brennt ihm auch nicht viel weg. Schau mal, vielleicht gibt er die ja auf, wenn ich hier mich so stärke. Naja, immerhin. Jetzt schauen wir mal, was die anderen zwei Runden bringen. Hat eh nur noch vier Karten, vielleicht klappt es ja doch irgendwie. Jetzt hat er schon gepasst, das heißt mit 2 und 12 Punkte weniger. Hole ich mir da eine zurück. Spielen wir gleich mal Yennefer, dann versuche ich auch gleich die Runde zu gewinnen. Wieder die Krabbspinne, hat aber keine mehr im Stapel. Ja, das ist ein bisschen armselig, deine Pagule. Vielleicht klappt es ja doch noch. Wenn er jetzt schon so kommt, gutes Wetter braucht er gerade nicht. Das heißt, dass es jetzt eh nur noch Quatsch, was er hat. Dann stärke ich mal noch meine Belagerungsreihe. Na, dann mach mal schön. Ich könnte immer noch einen wegbrutzeln. Und jetzt passt er auch schon. Ja, okay. Den hätte ich stärker eingeschätzt, den Mäussack. Lovely. My congratulations. You've a good deck, but it could use a bit of supplementation. Here, take this card. Thanks. You've a knack for it. So much so you ought to challenge Krach. I gave him his deck, introduced him to the game. But the pupil has surpassed his master. There's also Grimmest, a vile character, but undeniably talented. Cool. Mir ist das jetzt zu finster, ich meditiere mal eine Runde. Hoppla. Und wenn wir schon dabei sind, wir haben ja einen Fähigkeitenpunkt bekommen. Ist jetzt die Frage, was mache ich denn hier weiter? Also Feuerstrom ist voll ausgebaut. Das sind alles nur so Dinge, die meine magischen Fähigkeiten ein bisschen verstärken. Der aktive Schild bei
Gwen wäre tatsächlich mal interessant. Ich glaube, ich werde auch tatsächlich bei dieser Gwen und Igni-Kombination bleiben. Vielleicht baue ich Art noch ein bisschen aus, mal. Ist ja auch nicht unpraktisch, gerade wenn es so ein Rundum-Ding ist. Und beim Nahkampf, da hätte ich ja gerne diesen Wirbel. Da brauche ich allerdings noch 4 Punkte hier in der Linie. Und das ist natürlich schon dafür, dass ich das auch die schweren Schläge kaum benutze, ganz schön teuer. Weiß ja nicht, was ihr mir raten würdet. Hier gab es noch irgendwas, was ganz praktisch ist. Dass der letzte Adrenalinpunkt in Heilung sich umwandelt. Wo ist es denn? Das ist die Rüstung. Das ist mir nicht so. Adrenalinpunkte erhöhen den Waffenschaden und die Zeichenintensität. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass das beides bei mir zu schwach ist, zumal die Zeichen eh schon voll gestärkt sind durch meine Rüstung. Also so wirklich überzeugen tut mich das alles nicht. Auch bei Alchemie habe ich nicht das Gefühl, dass ich da, wie selten ich Absurde benutze, dass es wirklich so viel bringt. Ja, jetzt ist die Frage entweder das Quen-Schild. Aber da ich diesen Wirbel unbedingt haben will, weil ich tatsächlich diese schnellen Schläge häufig benutze, dann baue ich mich jetzt hier in der Linie nochmal aus. Kritische Treffer. Verringert den Schaden durch Treffer, die beim Ausweichen erlitten werden. Das ist natürlich nicht so schlecht, weil ich tatsächlich viel ausweiche im Nahkampf. Ach, das ist das hier, okay. Wenn die Vitalität auf 0 sinkt, werden sofort Adrenalinpunkte verbraucht. Dann nehme ich jetzt mal das. Das ist tatsächlich. Das habe ich jetzt verwechselt. Das ist das, was ich eigentlich benutzen wollte. Das nehmen wir jetzt mal hier rein. Wann gibt es denn hier den nächsten Punkt eigentlich? 28, 26, 30. Okay. Verzeihung. Ah, ein Kräuterhändler. Was brauche ich denn jetzt alles für die letzten Öle eigentlich noch? Durch Aktionen, die Ausdauer verbrauchen, wird Vitalität regeneriert. Das ist nicht so schlecht, aber wie gesagt, ich benutze ja die Absurde nie. Schwertwahl, ich bräuchte das hier mal. Balissafrucht, da schauen wir mal, ob er die hat. Adrenalin benutze ich nicht wirklich. Vollmond, dunkle Essenz, ja. Mir wären eigentlich die Öle fast lieber. Das Reliktöl, da brauche ich diese blöde Leber. Also Höhlentrollleber, diesen Gorgonmagen. Gorgomagen, den habe ich irgendwie wohl schon mal verbraucht. Ich weiß doch auch nicht. Und von dem ganzen Kram. Der ist halt nicht schlecht, aber da brauche ich erstmal weiße Möbel zu, ne? Ja. Spitzwegerich und Büffelgras. Would you like to buy something for my stash? Maybe. Let me see what you got. Hat der alles nicht, oder? Nee, schaut schlecht aus. Ja, wurscht. So long. Dann weiter zu den Fragezeichen. Halt, hier oben ist schon mal eins. Take it easy. Und zwar ein Ort der Macht. Zendalion's humming. Place of power. It's gotta be. Fertigkeitenpunkt, sehr gut, den bauen wir gleich hier mal ein. Dann waren es nur noch 2 für den neuen schnellen Angriff.
Ich habe eh so wenige Orte der Macht gefunden. Mal eben auf die Karte gelinst. So, jetzt hier den Weg Richtung Nordosten und dann kommen wir da auch bald an. Was ist denn hier los? Lieber mal gleich weiter. Das klingt nach einem Riesen. Hört ihr das? Not so fast, Roach. Ach scheiße, da wäre sogar das Fragezeichen gewesen. Ja, aber das klang schon ein bisschen sehr gefährlich. Ich schau's mir mal an. Das sind ja nur Fiffis, oder? Ja. Oh, aber viele Fiffis. Keine Angst, Plötze. Ich spuck nur Feuer. So, wo war das jetzt? Genau im Süden. Tatsächlich. Was ist das denn riesiges? Ich speichere mal. Ich möchte zumindest mal sehen, was es ist und wie stark es ist. Es sieht nämlich sehr, sehr stark aus. Oh Gott. Ein Erdgenius. Ach so. Der ist aber machbar, glaube ich. Das ist eines dieser Konstrukte. Ah, den habe ich jetzt hier noch nicht drin. Konstruktöl, Art und Bomben. Feuerschaden, Eisschaden, das kann vielleicht nicht schaden. Wir probieren es mal. Okay. Not good. Ay, 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 ay.
Ja, der ist aber kräftig, der Bursche. Vielleicht probiere ich mal mit Irden einzufrieren. Ein bisschen. Au. Mal zu verlangsamen. Da wehrt er sich. Ganz schön kräftig, der Mann. Aber das schaffe ich schon. Au. Au. Oh, oh. Jetzt sitze ich hier natürlich ganz schön in der Falle. Puh! Das war, glaube ich, bisher der zäheste Brocken. Da brauche ich erstmal ein kleines Päuschen. Bis zum nächsten Mal.